Hallo Kinder, willkommen hier heute beim Kinderturntag online 2020. Wir wollen heute mit euch um die Welt purzeln. Das ist Kaiki, unser Purzelbaum, und heute wollen wir mit euch einmal um die Welt purzeln. Das heißt also, wir sammeln unter der Kinderturnoffensive ganz viele Purzelbäume. Und die wollen wir mit euch heute den ganzen Tag mit euch, wie unsere Sendung online läuft, auch sammeln. Das heißt, wir machen einen Purzelbaum. Ich zeige euch gleich, wie das geht. Und dann könnt ihr euch das notieren zu Hause. Und dann meldet ihr dem Berliner Turn- und Freizeitsportbund eure gesammelten Purzelbäume und könnt sie hier unten dann eingeblendet eure Purzelbäume dann melden. Wir legen auch gleich los, und zwar machen wir einen Purzelbaum. Und damit nichts passieren kann, auch zu Hause, sage ich euch noch etwas dazu, wie das so funktionieren kann. Ganz wichtig ist, ihr könnt auch eine Decke unterlegen, vielleicht eine Fitnessmatte habt ihr zu Hause, vielleicht hat Mama auch eine Yogamatte, eine Isomatte oder eine Kuscheldecke, das ist immer am besten. Manche von euch Turnkinder haben ja sogar schon Turnmatten zu Hause, das ist wunderbar. Worauf wir achten müssen, ist immer, dass die Füße auf der Decke, auf der Matte stehen, Füße schön zusammen, wir sagen mal Füße zu und Känguru, aber heute wollen wir ja auch ein bisschen purzeln. Ganz wichtig ist bei den Kleinstkindern so ab einem Jahr, wenn ihr mitpurzeln wollt, dass der Kopf ganz dicht zu den Füßen kommt, dann rollen die Kinder schon automatisch über die Schultern ab und dem Kopf passiert nichts. Die Eltern können gerne Hilfestellung geben, indem die Hand etwas in den Nacken kommt und dann einfach die Kinder mit den Rollen begleitet. Ganz kleine Kinder oder Kinder, die die Rolle nicht schaffen, aus gesundheitlichen Gründen, können auch gerne kullern. Auch das mache ich gleich für euch vor. Also bei der Vorwärtsrolle Füße zusammen, in die Hocke. Hände schön dicht auf die Matte, Hände schön offen, nicht sowas machen und nicht so, das ist nicht gut. Aber dann geht der Kopf schön rein und wir rollen los. Manche Kinder können halt noch nicht aufstehen, das ist anatomisch einfach so, oder ihr habt noch nicht die Übung. Das ist gar nicht schlimm, wer gepurzelt ist, da zählt der Purzelbaum 1. Wir machen das gleich nochmal. Also wir stehen auf unserer Matte, auf unserer Decke, auf unserer Yogamatte und wir purzeln und das wäre dann Nummer 2. Die Kinder von euch, die bestimmt schon im Kinderturn sind, die können bestimmt auch rückwärts purzeln oder einen Handstand-Abrolle machen. Eine Rolle ist eine Rolle, ob vorwärts, rückwärts oder seitwärts. Seitwärts zeige ich euch jetzt auch noch, weil da purzeln wir nämlich wie ein Zwerg. Wir legen uns ganz lang auf die Matte, Füße schön zu, Hände wie eine Zipfelmütze und dann kullern wir seitwärts einfach über den Boden, über die Matte. Und auch hier können wir immer dann zählen, wie oft ihr euch gekullert habt. Wie gesagt, ihr sammelt jetzt fleißig während der ganzen Sendung die Purzelbäume und meldet sie, wie gesagt, unten dem Berliner Turn- und Freizeitsportbund. Und wir freuen uns über viele Einsendungen und dass ihr super mitmacht. Kaike und ich freuen uns über eure Einsendungen und dann sehen wir uns später nochmal. Wir wollen heute das Kinderturnabzeichen ja machen mit euch in einer Variante für zu Hause. Ihr könnt schon mal gucken, ob ihr ein paar Kuscheltiere findet oder ob ihr ein paar Schwämme zu Hause habt. Können auch Säckchen sein, können auch Taschentuchpackungen sein. Vielleicht habt ihr auch ein paar Eierkartons zu Hause oder Kissen. Wir brauchen ein paar Tücher, das können aber auch Taschentücher sein oder so eine Zupftaschentücher oder Schnuffeltücher. Wir brauchen für so ein Hütchen Pylonenersatz brauchen wir Becher. Vielleicht habt ihr was, aber ihr könnt auch die Kuscheltiere benutzen. Wir brauchen verschiedene Bälle, es können Igelbälle sein und normale Bälle. Ihr seht hier, wir haben ja auch, es kann auch ein Luftballon sein, wenn ihr einen habt. Vielleicht habt ihr auch eine Schüssel noch zu Hause oder einen Eimer oder eine Wanne oder eine Spielzeugkiste. Dann braucht ihr noch einen Schal. Vielleicht habt ihr auch ein Springseil zu Hause oder Kreppklebeband. Und was noch ganz gut wäre, vielleicht auch noch, wenn ihr habt, so ein paar Legosteine, ein paar Spielzeugautos. Also alles, was ihr findet, was man so zu Hause haben kann. Vielleicht auch ein Buch. Statt Eierkartons kann man auch ein Buch benutzen. Das braucht ihr heute alles bei uns beim Kinderturnabzeichen. Herzlich willkommen jetzt zum Kinderturnabzeichen. Vorhin habe ich euch schon gesagt, was ihr ungefähr so zusammensammeln könnt. Jetzt wollen wir damit anfangen, die erste Übung mit euch zu machen. Die erste Übung besteht nämlich aus Rollen, Gehen, Rutschen. Aber wir haben uns heute für die Zimmervariante entschieden, und zwar fürs Gehen. Und zwar
fürs Balancieren. Je nachdem, was ihr zu Hause habt, ein Schal, ein Seil oder auch eine Klebelinie, kann natürlich auch gerne im Garten sein, dann mit einem Stück Kreide einfach eine Linie gezogen. Darauf wollen wir jetzt die Übung machen, Balancieren, und zwar den Seiltänzer. Dazu ist es ganz einfach, wir versuchen einfach mal auf unserem Schal zu balancieren, Fuß vor Fuß, und die Balance zu halten. Das machen wir einfach nochmal auch zurück und wir versuchen einfach mal drauf zu kommen. Und das ging bestimmt schon ganz gut. Probiert es ruhig nochmal. Ich probiere es auch nochmal. Also einfach balancieren. Und dann nochmal zurück. Wem der Schal jetzt zu breit war, kann ihn ja auch gerne einfach mal umschlagen, damit das dünner wird. So wie bei einem Seil. Wir probieren das nochmal. Balancieren. Vorwärts. Und für alle Geübten balancieren wir doch auch mal rückwärts. Das könnt ihr jetzt ein paar Mal machen. Das ist nicht schwer. Aber wir können noch etwas tun für unsere Füße. Und zwar hüpfen. Für Balance. Dazu können wir auch die Linie nehmen, auch wieder euer Schal oder das Seil. Wir hüpfen einfach mal von einer Seite auf die andere und landen gut. Achtung, nicht umkippen. Beim Rückwärtshüpfen zum Beispiel. Der Seiltänzer muss ganz viel mit dem Seil können. Auch vielleicht kleine akrobatische Sachen. Wir haben ja vorhin gesagt, dass ihr vielleicht auch Kuscheltiere benötigt. Wir können uns kleine Hindernisse in den Weg legen. Becher, Kuscheltiere, vielleicht habt ihr auch schon ein paar Schwämme, so dass der Seiltänzer später dann auch mal zum Seilakrobat wird. Und dann geht es auch schon los. Wir können ja auch so eine Startposition machen und dann geht es los. Welchen Weg suche ich mir aus? Ach, ich nehme hier noch mal auf dir. Erde noch mal den und versuche einfach mal dann drüber zu balancieren. Oh, ganz schön schwierig sowas. Aber wir probieren weiter und wieder zurück. Wenn einige kippeln beim Vor- und Rückwärts balancieren, gar nicht schlimm. Ihr könnt das ja auch mal seitwärts probieren. Und wer gut geübt hat, kann auch mal nach vorne gucken. Ne, Turnerblick sind nur Augen. Und dann auch wieder halt mal zurück. Und für alle, die super turnbegeistert sind, können das auch alles dann hüpfen. Oh. Genau. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr da noch ganz viel mitmachen. Da sind eure kreativen Grenzen frei. Vielleicht habt ihr auch ein Video für uns. Wie gesagt, unsere Adresse haben wir unten eingeblendet und dann könnt ihr uns auch vielleicht ein schönes Video halt zeigen, wie ihr das zu Hause gemacht habt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Probieren, Ausprobieren. Vielleicht haben Mama und Papa auch noch Lust dazu. Vielleicht auch die große oder kleine Schwester, der große Bruder, vielleicht auch Cousin oder Cousine. Viel Spaß dabei! Wir begrüßen euch wieder zurück und ich hoffe, ihr habt noch viel geübt mit Balancieren oder als Seilakrobat auch das Hüpfen auf den dünnen, schmalen Balancierstreifen. Wir wollen jetzt etwas tun für unsere Sinne, also Übung 2, die Sinne. Und da habe ich mir mal einfach was gesucht und zwar, ich habe noch gefunden einen Igelball. Also wie gesagt, ihr könnt auch einen Duplostein nehmen oder ein Auto. Ich habe Schwämme gefunden. Also einen normalen Haushaltsschwamm. Ihr könnt aber auch gerne so einen Badeschwamm nehmen, so einen Fluffelschwamm. Vielleicht habt ihr da auch noch etwas. Ihr könnt Kuscheltiere benutzen, weil auch Kuscheltiere sind entweder ganz flauschig oder auch mal ein bisschen fester oder hart. Und ich habe hier ein super schönes Tuch. Ihr könnt auch wieder euer Schnuffeltuch nehmen. Ihr könnt eine Kuscheldecke nehmen. Das ist ganz egal. Ihr könnt ein Küchenhandtuch auch nehmen. Das geht auch. Und was wir jetzt mal machen wollen, ist fühlen. Wenn ihr zu Hause die Möglichkeit habt, mit eurer Mama, eurem Papa wieder etwas zu machen oder eurem Bruder, vielleicht auch mit Oma und Opa, dann holt euch die ganz schnell herbei, weil dann lasst euch mal richtig verwöhnen. Das heißt jetzt, ihr könnt euch mal hinlegen und entspannen oder auf dem Schoß sitzen und die anderen suchen sich vielleicht etwas aus. Das heißt also zum Beispiel beim Küchenschwamm. Wie fühlt sich der überhaupt an? Noch ganz schön rau, finde ich. Ja.
kann man richtig sauber werden. Kratzt ein bisschen. Oder mal die andere Seite. Ah, die ist ganz weich und sanft. Fühlt sich gut an. Oder zum Beispiel bei so einem Igelball. Oh, das tut aber richtig gut. Das fühlt sich auch richtig gut. Ein bisschen pieksig wie ein Igel. Passend zur Jahreszeit. Und das Tolle ist, wenn ihr das zu zweit macht, dann kann man sich auch gegenseitig nämlich den Rücken damit massieren. Wie fühlt sich denn so ein Tuch an? Also bei einer Kuscheldecke kann man sich super einkuscheln und ich denke, das ist auch super weich. Und man kann sich ja auch verstecken, dass man gar nicht mehr da ist. Vielleicht braucht man das auch gerade, so eine kleine Pause. Und da sind wir auch schon wieder da. Und auch mit dem Kuscheltier, ne? Ist das weich, ist das hart, ist das fest? Mag ich es ganz gerne oder vielleicht auch nicht? Ja. Man lacht auch schön, ne? Dem gefällt das halt auch. Genau, lasst euch einfach ein bisschen verwöhnen, lasst euch bekuscheln. Mit dem Auto könnt ihr super über Rücken und Beine fahren und vielleicht auch mit dem Duplostein einfach ein paar Abdrücke machen. Das sieht immer ganz lustig aus, wenn das so einen Abdruck gibt wie bei einem Tattoo. Oder vielleicht habt ihr auch noch einen Becher mit Druck. Also einfach was für die Sinne, einfach was schön. Und dann könnt ihr auch tauschen. Verwöhnt ihr doch mal eure Oma, eure Mama, euren Papa, vielleicht auch eure Schwester oder euren Opa. Ihr probiert das weiterhin aus und wir sehen uns später. Hallo, wieder zurück. Heute machen wir jetzt noch die Übung Nummer 3 in unserem Tag des Kinderturnens Online 2020. Und zwar haben wir jetzt wieder ganz viele Sachen. Ihr hattet ja schon am Vorlauf so gesehen, wir wollen jetzt nämlich werfen und fangen mit verschiedensten Materialien. Ich habe hier zum Beispiel 2 Kuscheltiere, verschiedene Bälle und Tücher und auch Taschentücher und natürlich auch einen Luftballon. Und wir wollen erstmal anfangen mit normalen Werfen und Fangen. Also ich habe mir jetzt heute meinen Draghi ausgesucht. Das ist ein kleiner Drache, den ich gerne auch zu meinen Kinderturnstunden gerne benutze. Und wir versuchen einfach mal werfen und fangen. Das muss noch gar nicht so hoch sein, nur dass ihr halt greift. Und fangt. Gerne könnt ihr ihn auch natürlich jemanden zuwerfen und wieder fangen. Ja, und dann und euch auch abwechseln. Super ist auch, wenn man zu 4, zu 5 in der Familie ist, dann kann man den hin und her spielen und man kann super reingreifen. Das ist vielleicht für Kinder ganz wichtig, die das noch nicht so beherrschen mit einem runden Ball. Man kann super in ein Kuscheltier reingreifen, werfen und fangen. Und wenn, kann man ihn auch noch viel höher werfen und auch wieder fangen. Vielleicht sind auch einige Spitzenturner und wieder Sportler dabei, die das auch noch ganz anders können, wie zum Beispiel mit Klatschen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ihr könnt natürlich auch wechseln, dass ihr halt vom Kuscheltier auf einen Ball wechselt. Also auch wieder werfen und fangen. Vielleicht von einer Hand in die andere. Vielleicht auch wieder jemanden zuwerfen und wieder fangen üben. Das geht auch super. Und vielleicht auch hier wieder höher und klatschen. Und man kann auch sich auch versuchen, mal dabei zu drehen. Das geht ganz gut. Probiert es mal aus. Okay, super. Und wenn wir das gemacht haben, probiert es doch mal mit einem Tuch oder mit einem Taschentuch aus. Ich habe hier zum Beispiel 2 Chiffontücher oder Rhythmiktücher. Da kann man auch werfen und fangen. Werfen und fangen. Besten ist immer bei Tüchern richtig reinzugreifen von oben. Wem es ganz schwer fällt, kann auch hochwerfen und von unten auffangen. Das geht ganz gut. Man kann auch versuchen beide. Sieht auch noch schön aus. Also ganz egal, was ihr benutzt zum Werfen und Fangen, das geht total super. Aber ich habe jetzt noch eine andere Übung für euch. Dazu brauchen wir nämlich unsere Schüssel und vielleicht habt ihr einen Ball oder einen Luftballon oder vielleicht auch nachher euer Kuscheltier. Wir können den Ball in die Schüssel, in den Eimer legen. Ihr haltet das richtig gut fest, kann auch ein großer Becher sein und dann mal werfen und fangen. Genau, mit einem Kuscheltier geht das genauso gut. Heute darf der Pinguin endlich mal fliegen, ne, sonst kann er das ja gar nicht. Und damit könnt ihr auch Tennis spielen. Wenn jetzt jemand zuwirft, der andere fängt das dann auf und auch wieder gefangen halt oder reinwerfen.
mit Zielwurf, also werfen und fangen auf unterschiedlichste Art. Der Luftballon ist zum Beispiel ganz gut für Kleine, weil der nämlich ganz langsam fliegt. Ihr könnt aber auch ein paar Socken nehmen, zum Beispiel. Das geht auch. Socken kann man auch sehr gut, nämlich im Knoll, sehr gut fangen und werfen. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Probiert es aus und wir sehen uns später wieder. Bis dann. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich, euch die Übung Nummer 5 zu machen. Beim Tag des Kinderturns vom Kinderturnabzeichen für alle. Wir wollen jetzt etwas machen zum Thema Rhythmus. Ich habe mich heute entschieden für einen super tollen Turnsong, den alle schon relativ lange kennen. Das ist der Turnsong von Turntiger. Aber ihr könnt auch zu Hause gerne eure Lieblingsmusik anmachen, ein bisschen moven. Ihr könnt euer Lieblingskinderlied anmachen. Mir völlig egal, auch die Balletttänzer können gerne Ballettmusik hören oder Klassik oder Jazz. Ihr sucht euch das aus. Und wenn ihr eure Lieblingsmusiken benutzt, dann brauchen wir aber ein paar Pflichtschritte, ein paar Grundschritte drin, die ihr dann auch gerne wieder filmen könnt. Ihr könnt uns das gerne auch wieder einsenden, was ihr dazu gemacht habt. Aber wir fangen an mit einem Seitschritt. Wir tappen einfach mit dem rechten und linken Fuß zur Seite. Das geht ganz einfach. Das ist der erste Schritt, den wir machen. Ein Hin- und Her-Schritt, ein Seitwärtsschritt. Einfach super hin und her. Die Kleinkinder kann man sich super auf die Füße stellen, festhalten und dann kann man das gemeinsam mit einem machen. Mit Oma, mit Opa, mit Mama und Papa wieder. Jemanden, den ihr habt. Schritt Nummer 1. Der zweite Schritt, das ist ein V-Schritt. Das zeigen wir auch immer den Kindern wie ein V. Und zwar haben wir die Füße erst zusammen und dann geht das eine Bein nach vorne, das andere Bein nach vorne und ihr seht schon, meine Füße sind offen. Und jetzt gehen wir auch wieder zurück und den anderen ziehen wir zurück und schon haben wir wieder geschlossen. Das ist ein V-Step. Und den können wir jetzt nochmal machen. Wir machen auf, zu, zu. Den kann man auch mit dem anderen Fuß machen. Auf, zu, zu. Und je nachdem, was man für einen Rhythmus hat, kann man das ganz schnell machen oder langsam machen, ganz tief machen. Ihr seht, da gibt es, man kann auch die Hände dazu nehmen. Ja, und auch hier ist es wieder total witzig, wenn die Kleinstkinder oder andere Kinder, klar, ihr auch, auf den Füßen steht und man das gemeinsam halt dann auch machen kann. Wir nehmen noch einen dritten Schritt dazu. Das ist so, bei uns nennt man das so den Mambo. Der eine Fuß hat fast gar nichts zu tun und der andere muss ein bisschen mehr machen. Und zwar gehen wir mit einem Fuß nach vorne. Der bleibt auf der Stelle und wieder zurück. Wir kippen wieder auf den Fuß, nach vorne, wir kippen zurück und wieder zurück. Und das machen wir die ganze Zeit. Und dann hat man auch schon so ein Mambo. Das ist total toll, kann man viel machen. Auch wieder auf die Füße stellen, begleiten. Und klar kann man auch wechseln und den anderen Fuß können wir dann auch noch benutzen. Vor und zurück wiegen, das ist super. Ach ja, vergessen, eine vierte Sache brauchen wir noch. Und zwar solltet ihr ab und zu ein paar Drehungen drin haben. Entweder dreht ihr euch einfach um. Manchmal ist es recht schwierig, je nachdem, was man für einen Fußboden hat. Ob der glatt ist oder rau, ob man Teppich hat oder Parkett. Ganz egal, hier kommt eine zweite Drehung. Ihr macht einfach die Füße über Kreuz und dreht euch dann nach vorne. Das geht auch. Oder die Lieblingsdrehung meiner Turnkinder ist immer auf einem Fuß dann gedreht rum. Also eine Drehung. Die kann auch wieder gemoved werden. Das ist euch überlassen. Oder ihr dreht euch wie ein Hubschrauber. Total klasse. Ihr probiert euch aus in eurer Musik. Ich zeige euch jetzt den Turntiger. Wünsche euch viel Spaß dabei und wir sehen uns später nochmal. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich, dass wir jetzt mit euch die 6. Station mit euch im Kinderturnabzeichen machen am Tag des Kinderturnens online 2020. Die Nummer 6 Übung ist ja die Bewegungslandschaft und ich möchte mit euch jetzt zusammen alle Übungen, die wir vorher etwas geübt haben, nochmal zusammenfassen und auch eine andere Variante nochmal mit reinbringen. Was werden wir gleich machen? Wir werden gleich Slalom laufen und ihr seht auch schon, ich habe Becher und Kuscheltiere bereitgestellt, um Slalom zu laufen. Wir haben nochmal unsere tolle Turnmatte oder eure Decke, eure Isomatte für unsere Rolle. Nicht vergessen.
Wir werden gleich hopsen. Ihr könnt wieder Eierkartons nehmen oder auch Kissen, Bücher, Spielzeugautos. Das ist ganz egal, was wir da nehmen als Hürden. Und dann werden wir natürlich nochmal den Seiltänzer machen oder den Seilakrobat. Wir beginnen jetzt einfach mal. Also wir starten mit Slalomlaufen. Und wer kann, kann auch mal rückwärts probieren. Dann haben wir eine Rolle. Und dann hüpfen wir. Und dann balancieren wir mit Hindernisse. Genau, man kann auch zum Abschluss vielleicht noch mal so eine kleine Standwaage machen. Und dann machen wir den Parcours noch mal. Um eine Variante reinzubringen, könnt ihr auch gerne etwas balancieren. Ich habe mir jetzt einen Ball und einen Becher ausgesucht. Der darf jetzt nicht runterfallen. Wir laufen Slalom. Dann kullern wir noch mal. Wir hüpfen. Wir balancieren. Und euren Parcours könnt ihr auch super umbauen. Vielleicht habt ihr noch einen Tisch als Tunnel oder einen Stuhl, worum ihr laufen müsst. Es ist ganz egal. Sucht euch was aus zu Hause, probiert was aus und ich wünsche euch noch viel Spaß bei der letzten Übung der Bewegungslandschaft. Nicht vergessen, Kaiki hatte heute auch einen großen Tag, denn wir haben ja ganz viele Purzelbäume gesammelt. Und vielleicht schafft ihr noch 3, 4 Stück und dann könnt ihr sie uns einsenden. Wir freuen uns total darüber, wenn wir wissen, wie viele Purzelbäume ihr tatsächlich in der ganzen Zeit des Tag des Kinderturnens einfach geschafft haben. Und ich und Kaiki, wir verabschieden uns für heute und wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss!